Schalke-Invasion in Uerdingen. Die Grotenburg-Kampfbahn vor knapp 3 Stunden. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu ARD Sport Extra mit nur einem Thema. Das erste von 2 Spielen zwischen Uerdingen und Schalke um den Aufstieg bzw. den Verbleib in der ersten Bundesliga. Rauf oder runter ist nur eine Möglichkeit. Eine zweite ist, dass alles so bleibt wie gehabt. Aber ehe wir hier lange in grauer Theorie machen, sehen wir uns lieber die Praxis an. Karl-Heinz Fest war mittendrin im ausverkauften Uerdinger Stadion. Und was er gesehen hat, das gibt er an Sie weiter. Ja, Sie hatten schon einen Eindruck von den Zuschauern, 25.000, darunter sicher 10.000 Schalke-Fans. Aber die werden an ihrer Mannschaft zunächst wenig Freude gehabt haben, Schalke ganz in Weiß von links. Die Mannschaft begann sehr verkrampft, Uerdingen nahm das Heft sofort in die Hand, spielte aggressiv, griff sehr früh an und kam zu Torschancen. Wir sind in der 7. Minute, Ludger van der Loo mit Freistoß. In den Strafraum. Feilzer ist zur Stelle und köpft ins Tor. 1:0 für Uerdingen 05 in der 8. Spielminute. Ein schnelles Tor, ein guter Start für den noch Zweitligisten. Junghans sieht dabei nicht sehr gut aus. Der Ball prallt gegen den Pfosten. Und Feilzer ist zur Stelle, köpft ins Tor. 1:0. Ein Auftakt nach Maß. Und Schalkes Leistung wurde dadurch nicht besser. Die Mannschaft verkrampfte immer mehr. Uerdingen machte ganz eindeutig das Spiel. Hatte das stärkere Mittelfeld, spielte ideenreicher, weiträumiger und kam zu Torchancen. Torhüter Junghans greift hier daneben, nicht ohne Fehler in der ersten Phase. Ganz selten einmal Konter, das ist Wuttke, eine der 3 Schalker Sturmspitzen. War im Angriff eifrig, aber ging zu selten zurück. Und das ist Abel. Schauen Sie sich an, das sieht ein bisschen nach Verzweiflung aus. Wen soll er anspielen? Keinen. Und dann riskiert er einen Schuss und er prallt zur Ecke, die nichts einbringt. Ganz anders die Uerdinger. Vor allen Dingen über Lohmtins und Feilzer, der ja schon das 1:0 geschossen hat, liefen viele Angriffe. Da sehen Sie Assauer und Sundermann mit sorgenzerfurchten Gesichtern. Da ist Lohmtins. Schauen Sie, wie er sich von Kruse löst. Wunderschön löst. Und im letzten Moment wird Ludger van der Loo hier gestoppt. Drexler. Auch er brachte wenig Ruhe in das Schalker Spiel. Opitz, er spielt langsam, schlechtes Abspiel und dann gleich wieder die blitzschnellen Konter. Hofmann hat ja 3 Tore im letzten Spiel gegen Darmstadt geschossen und wieder Lohmtins. Und dieser Schuss von Michael van der Loo, einem Amateur übrigens in der Mannschaft, geht am Tor weit vorbei. Aber dennoch, sie greifen weiter an. Und ihre Angriffe bekommen immer mehr Druck. Feilzer. Und Nummer 11, das ist Lorand, der die Aufgabe hatte, Feilzer zu decken, der aber selten mit ihm fertig wurde. Und da beinahe ein Selbsttor bei dieser Rückgabe von Wittcher auf Junghans. Man musste mehr als eine halbe Stunde warten, ehe man den ersten ernsthaften Schalke-Angriff sah. Wittcher. Wuttke. Der Ball kommt leicht zu Drexler von Tüfeci. Und dann schießt er. Er ging knapp vorbei, aber es war in der 34. Minute wirklich der erste ernsthafte Schuss auf das Tor von Volland. Pfiffe, das können nur die Schalker-Fans sein, die unzufrieden sind mit ihrer Mannschaft. Tüfeci wird sofort wieder abgefangen von Rotgereit, der ihn gut im Griff hatte. Und nun kommen 4 Minuten ungeschnitten. 4 Minuten Uerdinger Angriff. Und Junghans steigert sich. Das war ein Schuss von Hofmann. Hier ist er im Bild. Er versucht, Wittcher einen Angriff aufzubauen. Man kommt kaum über die Mittellinie. Sehr aggressiv die Uerdinger, die immer sehr früh angreifen, die Schalker überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Und man spürte, sie sind verkrampft, die Weißen. Der Rückstand, der schnelle Rückstand hat sie noch verkrampfter gemacht. Wieder ein fehlerhaftes Abspiel. Brinkmann, der keine Mühe mit Abel hatte. Kämpferisch sehr, sehr stark. Michael van der Loo
Beide Mannschaften übrigens in stärkster Aufstellung. Brinkmann. Schöner Pass auf Rashid. Lohndienst kam da etwas zu spät. Opitz. Drexler. Es gibt Freistoß für die Schalker. Lorand. Drexler. Und sofort wieder angegriffen. Keinen Meter Spielraum haben sie. Brinkmann ist das. Falzer. Herget. Hoffmann ist mit dem Kopf zur Stelle und Junghans steht richtig. Junghans wird immer besser, aber das ist auch notwendig. Denn der Druck der Uerdinger wird immer stärker. Opitz. Ganz langsam das Schalker Spiel. Bittcher, auch von ihm gingen wenig Impulse aus in der ersten Halbzeit. Opitz. Kaum einen Meter gewonnen und dann wieder ein Abspiel in die Füße eines Uerdingers. In die Füße von Feilzer. Wuttke. Bittcher. Und da stürzt er. Kein Problem. Wuttke. Kein Problem für die Deckung der Uerdinger, die sehr konzentriert und sicher steht. Direktes Spiel. Lohndienst. Ein ungeheuer belebendes Element im Sturm der Uerdinger. Jusufi, Schuss auf 16 Metern, ganz knapp vorbei. Wie knapp vorbei, zeigt uns die Zeitlupe. Das ist Lohndings. Wendig und behende und Jusufi, der Sohn des Trainers, wird immer stärker, gibt sehr viel Impulse aus dem Mittelfeld. Ein begabter Spieler. Ja, ein großes Polizeiaufgebot, das war notwendig, denn die Schalker hatten einen harten Kern mitgebracht. Er versuchte zeitweise die Umrandung abzureißen, es wäre beinahe gelungen. In Zweikämpfen immer wieder stärker die Uerdinger, das ist Rashid. Falzer, da ist er, Tor, 2:0. Lohndienst gab die Vorlage, Falzer schoss ein, 39. Minute. Und nun sieht es schlecht aus um die Schalker. Verdientes Ergebnis eines weit überlegenen Spiels des noch Zweitligisten. Lohndienst. Falzer läuft durch und trifft. Nichts zu sehen von Lorand, der ihn zu decken hatte. Die 43. Minute. Jusufi. Uerdingen drängt weiter. Geht nicht, verfällt nicht in den Fehlern, um diese zwei Tore unbedingt verteidigen zu müssen. Rashid. Wird er gefault. Freistoß. Franz Rashid. Seit vielen Jahren einer der Besten. Ein starker Mittelfeldspieler. Junghans. Aber es ahnt, was jetzt kommt. Freistoß. Herget wird ihn treten, der Libero. Schiedsrichter Schmidhuber hatte das Spiel eigentlich immer im Griff. Ja, und Herget trifft ins Tor. 3:0 kurz vor der Halbzeit in der 44. Minute. 3 Tore Vorsprung für Uerdingen und das war wirklich eine Überraschung. Noch einmal in die kurze Ecke, über die Mauer. Doch da sieht Junghans nicht sehr gut aus. 3:0 der Halbzeitstand. Und in der Halbzeit passierte etwas, was die Zuschauer amüsierte. Ad Hilverkus heißt dieser Mann, hatte gesagt, wenn wir mit 2 Toren mindestens im Vorsprung liegen, dann lasse ich mir die Haare, lasse ich mir den Kopf kahl scheren. Und das geschah dann auch in der Halbzeit mitten auf dem Platz. Ad Hilverkus, ein Original aus Uerdingen. Zweite Halbzeit. Uerdingen greift weiter an. Beide Mannschaften unverändert. Lohndienst. Rashid. Das hätte das 4:0 sein können. Und wieder Uerdingen. Immer wieder Lohndienst. Er zerriss sich. Das kostete natürlich Kraft. Herget. Eckball.